Hallo Sportsfreunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich begrüße euch zu WWE 2K19 zur Folge Nummer 6. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich habe bis jetzt eine schöne Zeit gehabt und ich habe es vor allem nicht allzu stressig gehabt. Und ich bin immer noch in der Vorbereitung, also in der Vorproduktion, weil ich bin so fasziniert, wie sie das Spiel aufgebaut haben, dass ich einfach nicht wegkomme davon und dass ich jetzt einfach am Stück ein paar Folgen produziere. Aber jetzt kennt es mir. Ich werfe jedes Kommentar ja eigentlich mit einem Herzl oder Daumen nach oben oder halt antworten, wenn ihr Kommentare schreibt. Ja, wir haben die Folge 6. Wir haben in der letzten Folge gesehen, Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn unsere gräserne Liga ein bisschen einen Star im Weg schmeißt, dann schmeißen wir halt zwar nicht so einen großen, aber einen anderen Star wieder zurück. Und ich bin jetzt mal gespannt, was hier passieren wird. Our BCW shows were really taking off until Triple H shut down our stream. So, why don't we forget this invasion stuff and just get back to running non-WWE venues? Invasion. Invasion erinnert mich an wie die ECW die WWE F-Duschen oder Hartz-Duschen schon WWE-Kasten, bin mir jetzt nicht mehr sicher, einfach überrannt hat. Also, da der Undertaker nachher so eine historische, für mich historische Ansprache gehalten. Ja, es ist, die ist wahrscheinlich eine Promo gewesen, eine Show gewesen, aber es ist halt einfach richtig gut aufgezogen gewesen und ich finde halt das gut, dass sie es da auch so einbringen. I guess it's because I've worked with Triple H before, and I've seen what happens when someone gets on his bad side. It's not going to end well. Or maybe you'll be the fool that proves the rule. That's because I just made it up. Okay. Bro, your uncle hooked us up. I know. And all he asked is that we plug his costume shop on NXT. It's kind of a weird request, I know, but this stuff's expensive, so I said we'd do it. Okay. I was thinking we'd blend in with the fans better if we dressed up as classic wrestlers. It's a great idea. So who do you want to be? New World Order DX? Nah, New World Order! We gotta go with the original invaders, Hall and Nash from the NWO. This is going to be too sweet! Yeah, NWO for life, meine Freunde. Ich war ein brutaler Kevin Nash Fan. Wir in der WC Vivo. Ich hab das damals live gesehen, wo Hogan. Es war, hat damals DSF live übertragen, wo der Hogan übergelaufen ist zur NWO, wie die NWO gegründet wurde. Das habe ich damals live gesehen. Das war so eine Live-Veranstaltung, oder es ist live damals dabei gestanden, auf dem DSF, wie Hogan der WCW in den Rücken gefallen ist. Da hat es zuerst die schwarz-weiße Fraktion gegeben. Und guys, dann hat it's the NWO. See, you never know who's gonna show up at NXT. Und dann hat's, ja, hey, geil. Ich hätte eher mehr das rot. Ich bin da rot-schwarzer gewesen, das Wolfpack. Die haben mal die coole Musik gehabt. Aber NWO for life, das ist genau mein Zeit. Have gotten a little carried away. After last week, are we sure they're fans? Now, I'm skeptical to say the least. Hey, yo. Come on, let's go. You wanna go? Come on, let's go. Thank you.
Jawohl. NWO ist back, meine Freunde. Taugbar, das ist taugbar Vollgas. Es ist genau meine Zeit. NWO. DX. Die Hart Foundation. Das ist alles so in der, es ist alles so in der Zeit gewesen, wo ich damals Wrestling geschaut habe. Hey, ich hab sogar noch irgendwo mein rot-schwarzes NWO-T-Shirt. Theory confirmed. It's those same two cowards who interrupted the show last week. Come on, let's go. Destroy them. Oh my God! Finally, some reinforcements have arrived. Yeah, these indie invaders may have gotten more than they bargained for. Ich würde sagen, hilft dein Partner, aber... Na, der Schmäh funktioniert nicht. Na, er geht nach hinten los. Thank you.
Dann muss ich den jetzt K.O. geben. Die Kühe sind nur leichter gewesen zum K.O.-Schlagen, kriegt man viel. Ah, okay, mein Partner hat auch nicht gekriegt. Okay, dann müssen wir das ein bisschen anders gehen. Okay. Okay, mein Schwurzhund, dann müssen wir das ein bisschen anders gehen. Wiederholen. Ja, wir sind aber ziemlich schnell. NWO, NWO. So erinnert er an den One to Sweet Kid, an. Ach, wir hören den Kasten bei der NWO. Komm schon, steh auf! Ach, wie heute den Kasten. The Want to Sweet Kid. Ah, mein NWO. Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Die zwei sind ziemlich stark, die zwei. Partner helfen, Herr Rinder. Warum wechseln Sie jetzt nicht mehr? Hoppala! Dass meine Partnerschaft jetzt das am K.O. bringt. Thank you.
Hey, was? Ich rede jetzt nicht viel, weil ich mal im Kopf ein bisschen so die Strategie für die Folge schon recht gelegt habe, aber die funktioniert nicht. Ich habe mich so gefreut, dass jetzt so, so quasi die NWO zurück ist. Finish him! Finish him! Na. Den scheiß Finisher hat geblockt. Wieder gescheitert. Wieder gescheitert. Na gut, meine Freunde. Aber ich glaube, ich lasse jetzt das in der Folge. Wir probieren das in der nächsten Folge wieder. Stopp mal, Lord. Ich meine nicht, das geht so super. Aber die zwei sind wirklich stark. Also da tue ich mich wirklich schwer. Ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen Spaß gehabt an der Folge. Ich habe Spaß gehabt, weil mich gefreut, dass ich jetzt so einen Teil der NWO wieder sehe. Ich wünsche euch, also ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und einen Kommentar. Das würde mich freuen. Und wer will, kann mich gerne abonnieren. Und die Glocken aktivieren, dann verpasst ihr mir nichts mehr Neues von mir. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund oder liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das ist, das Video seht. Bleibt mir gewogen und vor allem bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HP. Servus.